Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Butschern im Projekt mit maximal 200 PS Motorsystemleistung. Bis zum Sieg. Die Heuballen wären dann auch soweit. Es ist natürlich nur wieder eine Frage, wo lassen wir das Ganze? Ich habe auch schon überlegt, ob man das nicht einfach verkauft. Weil futtertechnisch, wenn wir mal kurz gucken, sind wir ja eigentlich noch relativ gut. Wir haben Heuballen 2. Hier sind auch noch Heuballen 2, das ist gut. Die Silage ist, glaube ich, fertig. Da müssen wir mal kurz gucken. Da können wir uns nämlich jetzt gleich da. Siehst du, die ist nämlich fertig. Dann geht da nämlich der Fuchs ab. Ich weiß nicht, wohin mit den Heuballen. Das ist mein großes Problem. Das ist einfach mein großes Problem. Aber das werden wir schon finden. So, der Drescher ist ja, wie schon erwähnt, in der Ernte. Müssen wir den ab und zu mal ein bisschen abbunkern. Und der böse Trecker mit der falschen... Taste. Ihr kennt sie. So, wir haben eine Palettengabel gekauft für eventuelle Produktionen, die fertig sind. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Wir produzieren ja schon Butter und Käse. Und eine Palette Butter ist dann auch schon fertig. Also es ist so, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Das finde ich cool. Warte mal, X war das, ne? Ne, wie klappt man die aus? Oh. Also es ist ja immer wieder ein Problem, wohin mit den Anbaugeräten. Wenn du die dann irgendwo hier hinstellst, aber hier sind die Frontlader eigentlich immer ganz gut aufgehoben gewesen. Müssen wir mal dahin, dass wir die abkuppeln können. 100%ig. Der Shop ist ja auch nicht so weit, also wir dürfen den halt nur nicht gegen den Strom fahren lassen, das ist unser Problem. Machen wir aber nicht, weil wir fahren den mal kurz manuell hier raus und dann zack, zack, ne? Ab zum Shoppy. Aber was machen wir jetzt mit den ganzen Heuballen? Weil futtertechnisch sind wir sehr weit. Unser Problem ist ja auch noch, es besteht ja immer noch darin, dass wir Rundballen pressen. Das ist auch wieder was, was wir eigentlich ja nicht wollen. Könnten die aber tatsächlich... Ne, warte mal, das ist BZ, ist die richtige. Ich versuche die mal da reinzudrücken, mal gucken, was passiert. Ballen abladen. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das machen wir auch so. Wir schieben das da in die Halle rein. Ich fahre noch mal ein bisschen rückwärts, damit das auch sauber wird. Yeah, baby. Ladefläche senken. Siehst du, dann hätten wir das auch erledigt. Du siehst so komisch aus. Bestimmt so gewollt. So, der MB-Truck ist da, Palettengabel ist dann auch irgendwo. Die haben wir noch gekauft, ne?
Dann wollen wir mal gucken, was die Kleine kann. Der Zinkenversteller geht schon mal. Kollision der Gabel deaktivieren. Geil. So, dann fahren wir den ganz nach oben. Und machen so. Und dann schicken wir den wieder zum Hofsilo. Hofsilo, wo bist du? Fahrsilo Hof, da ist er. Ne, Fahrsilo ist falsch. Hofsilo. Jetzt komm hier nicht mit irgendeinem Driss, du hast den Weg nicht gefunden. Ich wollte es gerade sagen. So, P, was haben wir denn eigentlich noch in der Miete? Den Ballentransporter, den können wir wegbringen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Zack. Der Wickler ist auch noch in der Miete, ja, der kostet auch nur Geld. Naja, wir behalten den erstmal noch. Gucken wir nochmal kurz, was im Prozent so drin ist. Nichts, was wir brauchen. Klar, wir kaufen uns den Navarro-Maus. Ah, den können wir nicht kaufen. 225 PS. Ein Landini. Robo 6. Würde theoretisch gehen. Würde theoretisch gehen. Die Fräse ist, glaube ich, in der... Bunkersilo wurde geöffnet. Und hier wird auch das Bunkersilo geöffnet. Das hatten wir jetzt an beiden Seiten auch. Das ist schön. Ich mache mal eben kurz F1 wieder aus. Sonst sieht das immer so aus, als wenn... Ne? Wir haben nur einen... Ich stelle jetzt erstmal beiseite, der ist zu langsam mit seinen 30 Klamotten. Müssen wir, wenn, dann schon den... Huch, das war die Kaffeetasse auf dem Tisch. Ich bin gewillt, noch einen Anhänger zu mieten. Irgendwas, was wir vollblasen können, damit wir vernünftig Silage da hinten hinkriegen. Hier gehen 25 Kubik rein. 34 Kubik, 37 Kubik. Das können wir alles mit dem großen Messer Ferguson fahren. 47 Kubik. Was kostet der denn in der Miete? Pro Arbeitsstunde 1400. Möchtest du das Gerät mieten? Aber nicht in... Ah, den mieten wir. Jawohl, den mieten wir. Und damit holen wir jetzt die Silage vom Haufen und bringen den, machen das glücklich. Das Ganze hier. So, der fährt zum Shop, du bleibst hier stehen. Ist dein Feld 6? Ja. Hatten wir die Fruchtumfahrung eigentlich ausgeschaltet? Anwenden. So. Intercooler ist angekommen beim Hofsilo. Das ist geil. Wir machen jetzt gleich Business mit, Silage. Wohin denn ausklappen? Ah, okay. Die Kollision musst du aktivieren. Aha, aha. Und an den MB-Truck hängen wir jetzt die Fräse dran. Dann wird nämlich der Massey Ferguson gleichzeitig da irgendwann dann aufschlagen, da hinten. Würde ich sagen.
Schade, dass man die Fahrtrichtung nicht drehen kann. Jetzt kommen wir wieder zu diesem wunderlichen Thema. Wir können wieder keine Silage aufnehmen. Oder das ging erst, wenn ein Anhänger da ist. Aber das werden wir sehen. Oder es ist verbuggt. Das kann natürlich auch sein. Dann raste ich aber aus. Der ist da. Aber schon groß, der Anhänger, ne? Dann bist du ja bei 4 Anhängern, bist du ja die ganze Silage los. Produzieren die schon mal Walle, das ist doch schon mal was. Und wenn der Drescher dann da fertig ist, kann der auch wieder rein und dann haben wir noch einen zweiten Anhänger. Das ist ja eigentlich das, was ich wollte. Das war eigentlich mein Plan. Ich hoffe, das haut hin mit der Fräse. Sonst wird das ganz, 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 ganz hässlich. Die gefürchtete Silokante. Aber ich würde sagen, wir rotzen das so weg. Geil wäre auch, wenn die Fräse den Trigger erkennen würde vom Silo. Oh oh, nee. Puste mal schön in den Anhänger rein, alles ist in Ordnung. Bist du voll? Na, fast. So, und dich bringen wir jetzt zum Gärresteladen. Den habe ich mir nämlich noch gemerkt und den werden wir dann in der nächsten Folge ausarbeiten, den Punkt. Wenn ihr jetzt hier sauber diese Kurve schafft. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du es noch nicht getan hast und willst wissen, wie es hier weitergeht, dann lass ein Abo da, das Ganze natürlich kostenlos. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist, wenn das heißt Dinge mit Axe hier auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Axe. Tschüss, macht das gut, bis dann und ciao.